Wiesbaden, das Revier von Müllsheriff Peter Brech. Wie bei Hempels und dem Sofa. Ja, noch schön die McDonalds dort drauf geschmissen. Die Leute haben keine Skrupel. Er spürt Müllsünder auf und lässt illegale Ablagerungen räumen. Wie blöd muss man sein? Unsere Mitmenschen, die machen, was sie wollen. Der 61-Jährige startet von seinem Arbeitsplatz im Wiesbadener Umweltamt. Heute kontrolliert er Großsiedlungen. Gucken, was rauskommt. Weiß man nie so genau. In diesem Stadtteil findet Peter Brech bei fast jeder Tour Wildablagerungen von Sperrmüll. Sind wir wieder an so einem beliebten Abladeplatz hier in Wiesbaden. Man kann sehen, hier ist von der Wohnbau extra ein Sperrmüllplatz eingerichtet worden. Trotzdem liegt der Sperrmüll daneben. Wiesbaden, ja, guten Morgen, hier ist Peter Bresch vom Umweltamt. Ich bin gerade in. Ja. Kannst du da bitte mal gucken, ob da ein Termin ist? Nur von der Nassauischen Heimstätte, ja. Weißt du, das ist ja diese Dauerdings. Ja, das ist ja dieser Sperrmüllplatz, ja. Ja, genau. Ich sag dir gerade mal, 9. Morgen sind wir da. Ja, alles klar. Ja, das hab ich mir gedacht. Ja, prima. Hat's ja funktioniert. Schon mal schön, gell? Ja, eben. Okay. Finde ich übrigens gut mit dem Sperrmüllplatz. Ja. Tschö. Ja. Dieser Sperrmüllplatz, also morgen wird es eh geholt. Und der Hausmeister wird wohl heute im Laufe des Tages noch hier vorbeikommen, dass wir schön ordentlich da reinstellen. Morgen kommt die ELW mit ihrem Fahrzeug hier angefahren. Und dann kann die wunderbar hier laden. Über 1000 illegale Sperrmüllansammlungen findet Peter Brech jedes Jahr auf den Straßen der hessischen Landeshauptstadt. Als nächstes entdeckt er eine Wildablage mitten auf dem Gehweg. Wissen Sie, von wem der Sperrmüll hier abgelegt wurde? Wissen Sie nicht? Jetzt haben wir also den Fall. Das ist eine Wildablage. Das heißt, ich habe es jetzt überprüfen lassen, ob hier irgendwo ein Termin vereinbart wurde. Ist es nicht so? Also ist dieser Müll irgendwo aus den Häusern hier rausgeräumt worden, hier abgelegt worden, aber kein Termin vereinbart. Im Schnitt meldet Peter Brech täglich 10 bis 15 illegale Müllansammlungen. Ich meine, es ist in Wiesbaden so einfach, seinen Sperrmüll entsorgen zu lassen. Jeder hat im Jahr 4-mal freie Sperrmüllabfuhr, bis zu 5 Kubikmetern. Braucht nur anrufen, kriegt seinen Termin gesagt, einen Abend vorher rausstellen und dann wird das Ganze umsonst abgeholt. Wenn wir ihn jetzt erwischen, dann wird es teuer. Dann kostet sowas mal um die 500 Euro. Erstens mal müssen wir mit 2 Fahrzeugen hier anrücken. Dann muss das Gerät extra entsorgt werden und dann halt nochmal ein extra Fahrzeug für den Sperrmüll. Da kommt dann ein großer Dreiachser, der kostet richtig Geld, mit 3 Mann Besatzung drauf. Und dann wird das Bußgeld eben auch höher. Hallo, guten Morgen. Entschuldigung. Haben Sie was gesehen, wer hier Sperrmüll entsorgt hat? Ich weiß nicht. Von anderen Häusern kommen so oder was? Ich weiß auch nicht. Na, ich denke mal, dass es hier aus den Häusern zwar kommt, aber von wem weiß man nicht. Also Sie haben nichts gesehen. Ich wohne in diesem Haus, ja. Ja. Ich denke, aber alle denken, dass das kommen von anderer Seite. Aha. Ja, so viel kann man von einem Haus nicht rausschmeißen. Jeden Tag, jede Woche, wissen Sie? Ja. Aber gut, ich meine, da drüben, die haben ja auch Platz. Ja. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht was über den Sperrmüll da waren, der da abgeladen worden ist? Nein, kann ich Ihnen nicht. Das ist auch aber das ist schon länger da. Das liegt schon länger da? Ja. Ja, gut. Ja. Zufällig fährt ein Mitarbeiter der Wohnbaugesellschaft vorbei. Peter Brech fragt nach. Marge, die Häuser gehören zur GWW. Ja. Das ist GWW-Haus. Das GWW-Haus und der Sperrmüll. Können Sie uns doch darüber sagen, wer den da hingelegt hat oder wer den entsorgt hat? Oder ob die GWW eventuell? Also wir haben, nein, ich kann Ihnen zu diesem Sperrmüll jetzt sicherlich nicht sagen, aber das ist eine Stelle, an der wir ganz oft Sperrmüll haben. Ja. Unser Außendienst geht auch rum und sobald er hier ist, macht er das mit seiner Kamera. Wir haben da so eine tolle App, Sauberes Wiesbaden. Ja. Und gibt es dann weiter. Es könnte ja sein, dass Sie jetzt wissen, dass die Familie so und so ausgezogen ist. Ja, und von denen ist es. Dann müsste ich jetzt auch gucken, kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, ob wir da einen Mieterwechsel haben. Nee, wir rufen ja da an, aber Sie wissen nichts davon. Nein, gut. Über den Sperrmüll weiß ich nichts. Alles klar, vielen Dank. Peter Brech muss den Müll abholen lassen, auf Kosten des Steuerzahlers.
Durch seine langjährigen Erfahrungen wägt der Mülldetektiv stets ab, wie er bei seinen weiteren Ermittlungen vorgeht. Es geht immer nur, wenn, dann geht es ein bisschen verbal ab. Aber das haben wir schon im Griff. Also da muss man selber sehen, welche wir messen, wie geht's weiter, was mache ich jetzt. Ja, soll ich mich da einlassen mit einem, mich da auf der Gas rumkloppen? Rendiert sich nicht. Allein das Umweltamt wendet für die Entsorgung illegaler Abfallablagerungen jährlich rund 40.000 Euro auf. Den Löwenanteil tragen aber die Entsorgungsbetriebe mit über 400.000 Euro pro Jahr. Peter Brechs Fußstreife geht weiter. Ich denke mal, hat vielleicht jemand ein neues Schlafzimmer bekommen und hat gerade an sein altes hier hingefeuert. Ja, sieht mir fast so aus. Ich hatte an dieser Stelle vor 4 Wochen 20 Kubikmeter. Kannst du dir vorstellen, 20 Kubikmeter? Das war bis hinter diesen Baum. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Peter. Hallo. Ich bin hier in der Straße und hätte anzubieten Teppichreste, Bett, Duschwanne aus Kunststoff. Hast du das kontrolliert, ach, ob in der 54, 56 oder 58 eventuell ein Termin ist? Es könnte ja sein. Nix, nix. Nix, 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 wie immer. Alles klar, ich beklebe es und ihr holt es bitte ab, ja? Gut. Ciao. Die Leute haben keine Skrupel. Uns ist es egal, denn die interessiert unsere Natur nicht, die Umwelt nicht. Ja, schmeißen halt alles hin, wo es ihnen gerade gefällt. Normalerweise legen sie es hier immer auf den Bürgersteig ab, weil der, wie man sehen kann, da hinten schön breit ist. Ja, gut, das kann man halt nicht ändern. Unsere Mitmenschen, die machen, was sie wollen. Da ich beim Umweltamt arbeite und für das Umweltamt arbeite, ärgert mich das schon, ja. Ja, also da jetzt hier ein Verursacher für diesen Sperrmüll zu ermitteln, das ist unheimlich schwer. Auch weil hier verschiedene Nationalitäten wohnen, ja, da die meisten kein Deutsch sprechen, man sich kaum verständigen kann und die wissen gar nicht, was man vorne will. Nichtsdestotrotz werden wir hier mal klingeln, vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück und kann uns einer was sagen. Probieren muss man es mal. Also da uns da niemand öffnet, versuche ich jetzt hier mal mein Glück. Ordnungsbehörde Wiesbaden, können Sie was sagen zu dem Sperrmüll? Ich kann nur sagen, dass es erschrecklich ist. Ja, das stimmt. Das ist unmöglich schrecklich. Gegenüber Peter Brech äußert die Frau auch die Vermutung, dass die Abfälle gar nicht von den Anwohnern stammen. Und was wir auch wissen, ist, dass hier in der Nacht öfters mal Fahrzeuge anfahren mit so Sprinter oder sowas, ja, oder Kleintransporter, die dann hier ausladen. Also diese Meldung hatten wir auch schon oft. Ja, wir haben auch schon Kennzeichen von aufmerksamen Mitbürgern bekommen, nachdem wir dann die Halteermittlung durchgeführt haben und anhand der Halteermittlung eben den Verursacher festgestellt haben. Hat es also auch schon gegeben. Seit 11 Jahren fahndet der Mülldetektiv in der gesamten Stadt Wiesbaden. Das Ungewöhnlichste fand ich, war für mich ein Schaf, ein totes Schaf. Das arme Vieh lag da, Kehle durchgeschnitten und die Mücken und Maden waren schon dran. Leichenüberreste oder sowas haben wir noch nicht gefunden, zum Glück. Drogen, Spritzen und sowas kommt auch vor. Deshalb haben wir unsere Sicherheitsausrüstung, gute Handschuhe, die sind also stichfest und säurefest. Batterien, Autobatterien, die Säure ist ja auch nicht zu unterschätzen. Und dass man sich eben da nicht verletzt. Von Spritzen können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie sich da stechen. Wir wissen nicht, was da drin war. Also es ist nicht gesagt, dass in Spritze jetzt gleich ein Drogensüchtiger war, der die da reingeschmissen hat. Es kann ja auch sein, dass jemand sich Insulin oder sonst was spritzen muss. Keine Ahnung. Und das ist halt gefährlich. Ja. Trotz der Gefahren macht Peter Brech seine Arbeit gerne. Der Reiz macht für mich einfach aus,
dass ich dazu beitragen kann, Wiesbaden sauberer zu halten. Ja, der Umgang mit den Bürgern, die Leute befürworten das, was wir machen. Das ist mein Job. Ich muss es einfach so machen. Und ja, mir macht es auch Spaß. Ah, wenn ich Sie gerade antreffe, wissen Sie was über den Sperrmüll da? Ich habe nicht, keine Ahnung. Haben nichts mitgekriegt, wer den da hingeschmissen hat? Okay. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie was mitgekriegt hier von dem Sperrmüll, wo der herkommt? Nein, das weiß ich nicht. Wieso? Ist jemand gestorben, die haben die Wohnung geräumt. Ah. Die ist mir dahin. Aber es wird dann abgeholt. Der Hausmeister ruft dann an. Aber er hat bis jetzt noch nicht angerufen, der Hausmeister. Ja, der ist im Urlaub. Ach, der ist im Urlaub. Ja. Bescheid. Ja. Haben Sie was gesehen, von wem der Sperrmüll da ist? Nein. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie was mitgekriegt, wer da vorne den Sperrmüll hingelegt hat? Nein, ich habe nichts gesehen. Nee, danke. Doch, ich habe gesehen, die kamen da aus dem 13. Das weiße Stück. Ja, wissen Sie, ob da jemand gestorben ist? Zwei junge Männer, ich kenne die nicht. Ja, wissen Sie, ob da jemand gestorben ist? Die sind gestorben und ja. Die haben ausgeräumt. Genau. Ja, das haben wir auch so. Ich würde Ihnen gerne weiterhelfen, aber. Ja, vielen Dank, war schon sehr hilfreich. Gerne. Dankeschön. Ja, hallo, Umweltamt Wiesbaden. Ich wollte mal fragen, da vorne liegt Sperrmüll. Ob Sie da was mitgekriegt haben oder ob Sie wissen, wer im Haus verstorben ist. Verstehe ich. Wie bitte? Verstehe ich das nicht. Ach so, ja. Peter Brech entdeckt tatsächlich eine leerstehende Wohnung. Bußgeldentsorgung und Verwaltungskosten für diesen illegalen Müllberg sind teuer. Fast 1.000 Euro für den Verursacher. Wie ich jetzt gesehen habe, da steht eine Wohnung leer. Könnte natürlich durchaus sein, dass der Sperrmüll von der Wohnung ist. Haben jetzt mehrere Befragungen durchgeführt hier am Haus, im Haus. Kann uns keine so richtig Auskunft geben, also müssen wir mal sehen, wie wir anders weiterkommen. Man versucht ja, was zu ermitteln, was rauszubringen, aber es ist sehr schwierig manchmal. Auch dieser Sperrmüll muss weg. Die Entsorgungsbetriebe holen ihn am nächsten Tag ab. Alltag für Peter Brech. Trotzdem wundert er sich über das Verhalten mancher Anwohner. Wenn ich ehrlich sagen soll, wie blöd muss man sein? Ja? Warum muss man so seine Stadt verschandeln? Ja, mit solchen Sachen.